Die Dürte. Hallo, Sarah. Da sind wir tatsächlich noch nicht lang. Alex, eigentlicher Name. Und dann Alexa. Fuck, Mann. Hab ich gar keinen Bock drauf, Alter. Mach die Tür zu. Ist das so ein Schrei oder was? Alex! Ah! Immer wenn er kommt, wir flüchten immer alle, weißt du? Der Profispieler kommt. Ah! Ich will eine Schusswaffe. Jetzt. Ich trau dem nicht. Der kommt doch gleich hier rein, Alter. Was sehen wir denn da drinne? Sieht alles ganz gut aus, ne? Ich würde sagen, da ist nichts Schlimmes. Ja, aber in dem Raum kann man nichts machen einfach. Ist einfach nur ein Sammelobjekt. Ist einfach nur ein Sammelobjekt. Okay, dann hauen wir... Oh. Ja, doch. Dann hauen wir hier wieder ab, oder? Ich würde sagen, wir hauen hier wieder ab. Oh. Hey, wo können wir jetzt noch lang gehen? Weil die Namen alle schon weg sind. Ja, das ist tendenziell immer ein krankes Problem bei sowas. So, naja gut, dann wahrscheinlich kommen wir jetzt so durch einige andere Türen durch, ne? Hier waren wir ja schon drinne, glaube ich. Ja doch, hier waren wir drin, aber wir können ja anscheinend immer wieder speichern. Okay. Ne, warte mal. Hä? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber das sieht mir nicht mehr so nach Geist aus. Also da muss ich jetzt mal ganz tacheles reden. Ach, der sah bestimmt bloß so nach... Ach, hier sind wir jetzt drin. Der sah bestimmt bloß so nach Geist aus, weil wir... Ah, stimmt, hier sind wir, okay. Weil wir in diesem Modus hier waren. Was ist das für ein Game? Da war Splinter. Schön wär's. Ist ein Horrorspiel. Das heißt Absolof. Wieder irgendeine nordische Mythologie. Der Weltenbaum hat die Welten hier vereint. Die Menschen wollten natürlich wieder Unsterblichkeit erlangen. Und haben quasi durch den Beefström, oder wie der heißt. Der will nur spielen. Ja, ja, so sah es aus. Haben quasi hier die Welten verknüpft. So, also neun Welten wurden jetzt miteinander verknüpft. Als das erste Sicherungsteam durch ist, kam bloß die Hälfte wieder zurück. Und seitdem kommen halt die Viecher anscheinend in unsere Welt. Ach, scheiße. Das heißt, er ist ja jetzt hier draußen, ne? Vorsicht. Ja, und jetzt wurden wir anscheinend geschnappt und wurden irgendwie wieder zusammengebastelt, wurden am Anfang operiert und jetzt sind wir irgendwie so mutiert. Jetzt haben wir halt hier diese Sicht zum Beispiel und können Dinge erkennen. Ich kann mich erinnern, genau. Das hier war... Das hier war die Stelle. Ich bin aber auch der Meinung, dass von da vorne noch irgendwo langkommt. Ah. Hier sind wir jetzt. Alles klar. Ach, du Schande, du Alter. Bifrost. Genau. Mythology Research, Note 1. Sarah has shown me a lot of the myths surrounding the ancient objects we have recovered. Just like assumed, most of these stories correspond only a little with the true events of the past. Giants and fire giants are very much like the descriptions, but the Vanir and Aesir gods differ a lot from their noble fairy tale versions.
Some stories are not even close to as gruesome as they are in real life. More of these stories later. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Geschichten sind sowieso immer einfach nur Geschichten und harmlos. Wenn sowas im echten Leben passiert, ne, und da einfach mal Blut durch die Gegend spritzt und hier alles stirbt, was einem lieb ist, das ist dann die Realität. Das ist nicht mehr so schön. Tatsächlich. Ich lauf, ja, mein Lieblingshass in dem Spiel Steuerung. Ja, STRG. Eindeutig Lieblingstaste. Müssen wir uns das hier merken? Ist das eine 7 oder eine 1? 2, 7, 3, 4, nee, eine 1 wahrscheinlich. Ja, fehlt ja der Strich. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Einfach mal merken, Leute. Wobei, wir sehen das halt tendenziell. Ich glaube, das hat nichts zu sagen. Egal, 2, 1, 3, 4. Zwei, eins, drei, hey. Vier. Ja, er will doch nur spielen. Was? Hallo? Eieieiei, moin, Digga. Wie geht's dir so? Siehst gar nicht gut aus, muss ich mal so gestehen. Du siehst. Ach, da gehe ich doch nicht rein. Bist du behindert? No. Ich bin behindert. Na, dann gehen wir mal da rein. Danke fürs Aufschreiben. Falls wir es nochmal brauchen sollten. Oh, du Schande. Aber normalerweise sehen wir Dinge bloß in dieser Sicht, die uns weiterhelfen. Von daher glaube ich nicht, dass wir es brauchen. Aber sicher ist sicher. Lass mal wieder auffüllen. Ja, eine Dreiviertelstunde haben wir noch. Okay, die Farbe ändert sich in Blau. Oh, ich muss mich anders hinsetzen. Oh. Hallo? Ist da jemand? Moin. Warum ist jetzt die Sicht so rot? Habe ich mir das Bein gebrochen oder was? Habe ich mich verletzt gerade? Anscheinend, ne? Weil ich da runtergesprungen bin. Krass. So, immer schön systematisch alles uns angucken, dass wir auch ja nichts verpassen und richtig geil einfach mit First Try des Spiels spielen. So, jetzt wieder Steuerung. Wir gehen auf Nummer sicher. Ach du Schande, du. Da ist es, Leute. Ist das denn dann jetzt eigentlich der Bifrost? Das sieht so aus wie das Portal, ne? Der Weltenbaum. Ah, sieht aus wie ein Arschloch, Alter. Naja, komm, dann. Nein, da! Moin. Das ist der Weltenbaum. Jetzt sind wir quasi in der Zwischenwelt, der die Welten verknüpft, ne? Jetzt sind wir quasi in so einer Zwischenebene anscheinend. Ach du Scheiße. Willkommen in Asgard. Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist die Zwischenwelt. Wir sind jetzt quasi im Baum drin, oder? Ist jetzt meine Theorie. Nirgendwo gibt es dann wieder ein Portal dann in die entsprechende eins von neun Welten. Welt. Oh nein, das kann... Oh, oh Gott, du Scheiße. Das kann nicht sein, Spinn. Das ist nicht euer Ernst. Nicht Spinn. Alles aber nicht Spinn. So, Leute, das war's dann mit dem Spiel. War ein geiles angespielt Let's Play. Das war's dann von... Warum macht man denn Spinn in so ein Spiel rein, Alter? Na dann. Das ist doch, ich glaube, das sind nicht mal Spinnen, Alter. Das sieht einfach nur ekelhaft aus wie eine Spinne. Ich habe das Gefühl, wir kommen gerade nicht mehr ganz so gut voran.
Da sieht's aus, als könnte man hoch. Da werde ich aber ums Verrecken nicht hochgehen. Was sagt ihr zu meiner Theorie, dass... What the hell? Huch, Alter! Ja, moin! War meine! Ja, warte mal, die hat meine Hand! Die muss... Nee, nicht da, die hat mein... Zurück! Zurück! Die hat mein... Du kannst doch nicht... Ja, krieg ich deine? Die hat uns die Hand einfach abgezogen. Einfach abgezogen. Krank. Du hast doch noch eine andere Hand dabei. Die zieh ich mir nicht drüber, Alter.